Loredana Bolmi ist überglücklich mit ihrem Savel, nachdem ihr Liebster vor ihr auf die Knie gegangen ist und ihr die Frage aller Fragen gestellt hat, durften die beiden vor wenigen Wochen ihren Sohn Aurelio begrüßen. Der Kleine ist der ganze Stolz seiner Eltern und eigentlich scheint in der Beziehung alles perfekt zu sein. Loredana Bolmi und ihre Verlobte Serbe sind ohne ihr Baby in die Türkei gereist. Die Bolmi-Fans sind schockiert. Loredana und ihr Verlobter Serbe sind gerade in die Türkei geflogen. Und Aurelio? Der bleibt bei Oma Silvia in Deutschland. Ein Unding für viele Bolmi-Fans? Ich bekomme super viele böse Nachrichten, berichtet Loredana jetzt in ihrer Instagram-Story. Kommentare wie: Wie kannst du dein Kind allein zu Hause lassen? Und Rabenmutter sind keine Seltenheit. Die 19-Jährige kann die ganze Aufregung nicht nachvollziehen. Ey Leute, ihr habt keine Ahnung, warum ich hier bin, weshalb ich hier bin. Dann haltet euch doch einfach geschlossen. Ich bin aus einem bestimmten Grund hier, es ist wichtig, dass ich hier bin. Und es ist immer noch meine Entscheidung, schimpft sie. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr euch eure, sorry, wie ich es sage, asozialen Sprüche und Kommentare sparen könntet, was den Kleinen angeht. Wenig später enthüllt Loredana auch den Grund für den Trip. Ich bin nach Istanbul geflogen, weil ich mir hier wahrscheinlich die Zähne machen lassen werde. Seit ihrer Schwangerschaft hat Loredana Schmerzen in ihrem Mund. Mir waren hier vorne zwei Zähne abgebrochen, dann war ich beim Zahnarzt, er hat das wieder gerichtet. Dann hat auf einmal mein ganzer Mund angefangen, weh zu tun und es tut jetzt seit Wochen weh. Mittlerweile weiß der deutsche Arzt nicht mehr weiter. Lässt sich nur hoffen, dass Loredana in der Türkei weitergeholfen werden kann.